Wackeli. Wie fährt er denn? Ist er fährt wie ein Wobbly. Ja. Wobbly's live. Guck mal, er fährt hier weiter. Das ist ein Typ, Alter. Leute, willkommen zu einem Video von Wobbly's Live mit Google Let's Play Steve Fox am Start und heute mit einem riesigen Update. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, das heißt, es sind super viele neue News, das heißt, die Insel wurde erweitert, wir haben um jetzt mehrere neue Inseln und es gibt so wahnsinnig viel zu neu entdecken und das gehen wir alles Punkt für Punkt mit euch durch. Und Steve Fox, wie findest du bis jetzt ein neues Update? Findest du es cool? Ja, man kann jetzt in der Mall einkaufen. Ja, guck mal, haben wir jetzt hier ein Kleiderbügel, guck mal, es sind mal Symbole eingebaut, dann wird es besser erkennt. What? Leute, wenn ihr auf der Karte geht, seht ihr, dass oben eine neue Insel ist. Genau, also Leute, es gibt so viel neue News. Das heißt, also laut Update kann ich, glaube ich, ein neues Auto kaufen. Es gibt neue Motorräder. Es gibt eine neue Insel hier oben mit einem neuen Sequel. Ich glaube, da kann man das Ritter-Outfit endlich bekommen. Und es gibt neue Pets und viel, viel mehr. Und wir versuchen jetzt erstmal, hier erstmal ein bisschen rumzuschnuppern und mal gucken, was hier alles abgeht. Darf ich, wollen wir erst zum Pet-Shop gehen und die Pets angucken? Ja, da soll ein neues Pet geben. Ich glaube, eine Schnecke wurde mit reingepatcht. Komm, wir gucken mal nach. Und ich glaube, eine Burgerspinne wurde mit eingefügt, glaube ich. Ja, stimmt. Es gibt jetzt ein neues Pet. Da kann man wieder ein neues Secret machen. Aber ich glaube, die Schnecke, die ist schon da. Wir gucken mal. Lass uns mal sehen. Oh, pass auf, Bruchlandung. Oder nicht? Ich bin schon da. Nein! Ach, Mann. Leute, falls ihr das nicht wisst, hier kann man Pets kaufen. Genau, Leute. Also für die Neuen, die noch nicht Wobbly Live kennen, im Pet Shop habt ihr hier links außen auf dieser Farminsel, da habt ihr einen Pet Shop. Und da wurde jetzt, ich glaube, eine Schnecke noch reingepatcht. Komm, wir gucken mal nach, ob es hier irgendwo die Schnecke gibt. Schnecke. Wo ist die hier Schnecke? Hier, guck mal, und das Burger und die Burgerspinne. Ah, da ist die Burgerspinne. Lol. Ja, mal schauen, wie die kostet. Und die Schnecke ist auch da. Cool. Weil die Schnecke kostet 600. Die könnte ich mir eigentlich schon leisten, aber kaufe ich jetzt nicht. Du hast doch coole Pets. Die Schnecke. Okay. Was kostet die Burgerspinne? Die muss man freischalten. Beim Burgerjob. Ja, ich glaube auch im Burgerjob, ne? Können wir mal gucken, wie es funktioniert. Ansonsten sieht es, glaube ich, ein bisschen schicker aus. Hat sich draußen was verändert? Nee. Nö, alles cool. Aber cool, ey, die Burgerspinne ist schon witzig. Hier drin ist was Neues, aber draußen ist nix. Okay, dann lasst mal gucken. Also Pet ist noch, Leute, die Burgerspinne mit der Schnecke. Ziemlich lustige Idee. Okay. Cool, dass die Schnecke und die Burgerspinne eingefügt wurde. Yeah, ich bin ein Arbeiter. Gib Cola hier. Und es gibt einen neuen Arbeiter, glaube ich. So, ach so, meinst du, ist einer dazugekommen? Ja, stimmt. Ja. Das kann sein. Ja, nee, guck mal hier. Guck mal, das ist das Geisterpad hier. Sieht aus wie ein kleines Geisterpad hier. Also ein kleines, guck mal. Ein kleines Bäumchen. Ja. Könnte auch das Geisterpad sein, oder? Nee, das ist ein Stein. Ah, okay. Gut, also Schnecke ist da, Burgerspinne ist da. Komm, lass mal rumchecken, was noch so gibt. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz. Ich will mal gucken, was man für ein neues Auto kaufen kann. Wir gehen jetzt kurz zum Carshop und dann gehen wir direkt danach zum Mall. Ist ja ein Weg, okay? Mhm. Dann machen wir auch, dann zeigen wir auch die neuen Updates. Ja, genau. Wir gucken jetzt mal rum, was wir so finden. Also Leute, super. Wie fahren die Autos denn? Na, guck mal. Guck mal, wie der fährt. Wackeli. Wie fährt er denn? Er fährt wie ein Wobbly. Ja. Wobbly's live. Guck mal, er fährt hier weiter. Das ist ein Typ, Alter. Der ist ins Tomatenfeld gefallen. Ja. So, Leute, wir sind auf dem Weg, jetzt neuen Updates mit euch zusammen zu entdecken. Und wir gehen jetzt erstmal kurz zum Carshop und schauen mal, was da eventuell Neues gibt. Auf jeden Fall, ihr seht schon, guck mal. Ja. Guck mal, ist ein neues Motorrad, guck mal hier vorne. Ja. Ah, warte, hier, guck mal. Alter, wie guck mal. Cool.
Wow, guck mal, sieht aus wie eine kleine Harley. Ja. Wow, will ich fahren? Gib mal her, warte mal, ich will die haben. Bleib stehen! Komm her! Mann, ist weggefahren! Bleib hier! Ja, ich hab's! Will ich mal sehen, wie das aussieht? Guck mal, ich fahr von wie ein kleiner Gangster. Ach, nee, warte mal, wow! Kannst du auch mit draufsteigen, Niva? Ich glaube. Nee, kann ich nicht. Willst du auch mal fahren? Ja. Wow! Wollen wir uns beim Shop treffen vom Auto? Kommst du mit? Ja, yep, beim Shop, beim. Okay, wir treffen uns. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir beim Carshop sind. Genau, ey, voll nice. Leute, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren für weitere Warpy-Slap-Videos. Gib das Video einen fetten Like für weitere Warpy-Videos. Und ich schnapp jetzt erst so gut seinen Monster-Truck hier. Wir sind schon auf dem Weg bei den 1000 Abonnenten. Genau, also wir haben heute, glaube ich, sogar voll geil die 500 erreicht. Also vielen Dank für 500 Abos an der Stelle. Und wir wollen weiter zu den 1000 Abos kommen, damit wir noch mehr vielleicht Support bekommen, damit wir noch mehr Videos machen können. Da ist der Carshop. So, bist du mit dem Carshop schon da? Ja, ich bin beim Carshop. Ich glaube, die haben auch die Lichter vom Auto verändert. Das sieht auch voll anders aus. Ja, die sehen auch anders aus. So, lass mal gucken, ob wir uns ein neues Car kaufen können. Lass mal gucken. Alter, das kann hupen, guck. Ja, nice. Komm, wir gucken mal, ob wir ein neues Fahrzeug hier gibt. Also hier ist der Fahrzeugshop, Leute, auf der Karte gegenüber vom Pizzaladen. Und mal gucken, was es hier gibt. Ob es ein neues darf gibt. Ich sehen? Hallo? Kann ich sehen? Ach, du sprichst gerade mit denen. Es gibt ein Van für 1000 und es gibt den Van für 1000. Das ist ein neues Auto. Nur ein Van gibt's. Lass mich auch mal gucken. Geh mal nach links. Ah, stimmt, ist ein Van. Oh, cool. Der sieht ja richtig lustig. Was kann man da machen? Ah, guck mal, da kann man richtig hinsetzen. Wie so ein Wohnwagen sieht das aus. Ja. Oh, cool. Kaufst du den? Soll ich mir den kaufen? Ja. Leute, komm, wir kaufen uns den Van. Das ist nie genagelneu. Den gönne ich mir jetzt mal für euch. 1000 Euro Cash. Bam. Gekauft. Komm, wir steigen mal ein. Lass mal schauen. Darf ich mal sehen? Na klar, wir fahren zusammen mit dem Van. Darf ich mal fahren? Na, erstmal gucken, wie er drin aussieht, oder? Ja. So, hier ist mein Van. Lass uns mal sehen, oder? Boah, guck mal. Es drückt einen Knopf, wo man die Tür aufmachen kann. Ja, drück mal rauf. So. Lass mal reingehen. Ah, guck mal hier. Mit einer Dusche. Oh, ich sehe nicht so viel durch die Kameraführung. Alter, Papa, mal. Alter, hier ist ein Knopf. Was bringt der? Hier ist die Tür wieder zu. Das ist ja witzig. Ein schöner Van. Und hier kann man sich noch hinsetzen. Und hier, was ist hier? Kann man die Tür zumachen, oder? Achso, die Tür wieder auf. Alles klar. Okay, mal gehen. Ja, cool, Tür oder? Zu. Ja. Leute, wir haben hier ein neues Mobil. Voll nice. Warte, Papi. Mach die Tür wieder zu. Bitte nehmen Sie Platz. Bitte kommen Sie rein. So. Und ich cool. Mach, ein kleiner Van. Yay. Yay. Guck mal, ich sitze hier. So, Leute, ihr seht schon. Neues Update. Ja, stimmt, du kannst da sitzen. Sehr cool. Ich kann drei hier sitzen. Ja, voll nice. Ihr seht, Leute, ihr habt ein neues Auto. Es gibt neue Motorräder Harleys. Es gibt so viel Neues zu entdecken. Und ich glaube, wie ich gelesen habe, diese Jobs wurden auch überarbeitet. Und ich habe auch gelesen, man kann sich am Mall jetzt irgendwie coole Sachen kaufen. Und wir gucken mal nach. Ich glaube, da kann man sich irgendwie Essen kaufen, habe ich gelesen, ne? Irgendwie ja. Essen. Ja, man kann da Essen kaufen. Komm, lass mal checken. Ich habe noch ein paar, unter 1000 Dollar habe ich noch. Komm, wir checken mal, was da abgeht. Ja. Komm ich nicht mehr raus. So, komm mal hier durch den Hintereingang. Da waren doch immer die Leute, die an der Kühltheke standen, ne? Ja, man kann Essen kaufen. Karotten. Ja, lol. Ich kann nicht Fleisch kaufen. Okay. Ich kauf mal eine Melone. Und was kann ich machen, wenn ich die gekauft habe? Wenn du diese Früchte hast, kannst du die Memon mitnehmen. Ich habe jetzt eine Melone gekauft. Boah, das ist eine Melone. Geil. Cool. Komm, ich kauf mal ein Stück Fleisch. Komm. Darf ich mal die in den Van legen? Na, mach doch. Dafür ist er da. Ja, weil, dann können wir die mitnehmen. Ah, guck mal. Kann ich ein Steak kaufen, eine Bratwurst, einen Fisch, einen Schinken und ein Grillhähnchen. Kannst du dir mal einen Fisch holen? Ein Fisch? Okay, ja. Ich kaufe mir einen Fisch. Ah, ich habe einen Fisch. Oh, was? Wetten wir, es kommen halt Updates raus, kann man irgendwann kochen oder irgendwie ein Tier füttern? Bestimmt, oder? Oh,
ja, das wäre geil. Ja. Ja. Papi, ich hab die Melone in den Van reingelegt. Zeig mal, wie der Fisch aussieht, bitte. Hier ist der Fisch. Da ist der gute Fisch. Lustig? Ja. Komm, ich hol mal, lass mal einen Transporter nehmen. Halt es beides hier raus, bitte. Dann kann ich, ja. Was du, also, wenn es cool gemacht, aber der ist super eng, ne? Ja. Ah, bei dir Arsch. So. Ich kann schon die Melone nehmen. Hier. Ey, die Melone. So. Hilfe. Du rollst mit der Melone. So, komm, Affe tot hier. Affe, Klappe zu, Affe tot. Lass mal gucken, ob es noch ein Outfit gibt zum... Oh, die Melone ist rausgekullert. Bist du denn noch eine Insel? Ja, warte mal. Lass kurz mal checken. Ich will noch neue Outfits nochmal gucken. Lass mal oben zum Shop... Was ist mit dir los? Hängst du durch? Ja, ich wollte hier gerade hier an die diese Höhe. Komm, lass mal nach oben gehen. Wir gucken, ob man neue Outfits auch kaufen kann. Unseren lass tollen Propellerhut. Guck mal, sind überall so eine schönen Zeichen da. Sieht echt gut aus. Lass uns mal sehen, was Neues gibt. Ich guck mal. Stimmt, das ist ein Küken, glaube ich. Ein Küken, eine Schleife, eine Blume. Ah, das ist aus wie ein der Roboter. Wie sieht die? Oh mein Gott, wie sind die denn? Auf diese Noobs-Augen. Ja, oh mein Gott. Ein Elf gibt's noch. Oh, eine cool. Sonnenbrille gibt's noch. Ja. Das macht ich kaufe mir mal was. Also die was Augen kaufe. Sehen lustig aus. Ich kaufe mir mal den Baum Gun. Du hast dir den Baum? Ja, ein Gun. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Oh mein Gott. Lol, es wir sind da. Weißt du was? Ich kaufe mir einen Roboter, okay? Ja, das ist denn hier der Roboter? Ist das der Roboter hier? Ja, zeig mal. Ich gehe mal so durch, Mann. Ich guck mal, ob es richtig ist. Ah, das heißt, ich habe die Schildkröte gekauft hinten. Guck mal, ich habe so einen Schildkrötenpanzer. Ich bin ein Baum. Du bist ein Baum. Lol. Wie siehst du denn aus? Willst du dich ein bisschen umfärben? Willst du so bleiben, kleiner Baum? Baum bleiben. Boah, ich finde ja diese Brille voll cool, aber da habe ich ja meinen Propeller und nicht mehr. Nee. Ich brauche irgendwas zum Fliegen. Entweder Jet, ich hole mir auf jeden Fall das Jetpack. Wo gibt's denn hier einen Schrank zum Umziehen? Ich glaube, weil. Guck mal da drüben, da wurde das Schild umgeändert. Das ist ein Kaffeeshop jetzt, ja. Lass uns mal sehen, was da in den Kaffeeshop drin ist. Hier ist, guck mal, hier kann man sich auch was kaufen. Ja, einen Kaffee. Man kann sich hier Kuchen kaufen, ein Drink, Kuchen, ein Hotdog, so ein Wuha. Ich kaufe mal das. Guck mal, ich habe einfach was hast du denn einen Kaffee Drink gekohlt. Ja. Ah, stimmt, was gibt's denn hier? Es gibt Croissant, Torte, Coffee, Donut, Schokolade, alles am Start. Oh Leute, dann kann ich hier richtig satt essen. Cool. Papi, kannst du bitte Schokolade kaufen? Na komm, ich will jetzt erstmal kurz nochmal mein Jetpack anziehen. Kommst du mit? Ja, ich bleib mal den Baum, der ist witzig. Der Baum ist cool, auf jeden Fall. Den bleib ich. Wo ist denn unser Lastwagen? Da vorne. Ich nehme kurz den Drink mit. Du kannst hinten reinwerfen, wenn du möchtest. Ja, ich nehme den Kaffee mit. Der ist für dich. Weil ich noch ein Kind bin. Ich schenke dir den Kaffee. Na, schmeiß hinten rein. Zur Melone und zum Fisch. Ich schenke dir den Kaffee. Danke. So, komm, ich will kurz mein Jetpack umziehen. Hast du das Haus hier noch? Ja, ich habe das Berghaus noch. Ach nee, wir haben das Berghaus. Wo ist unsere Mom? Die da drüben, dasselbe Haus da, das kleine. Hier, ne? Guck mal, der hat nochmal den Job. Stimmt. Guck mal. Der mit dem Paddelpudding, den kann man nochmal machen. Okay. Ja, stimmt, haben wir ja schon gemacht. Ja. Los, komm, ich will kurz mein Jetpack anziehen. Also, irgendwas zum Fliegen würde ich dir auch empfehlen, wenn wir jetzt da eine neue Insel fliegen wollen. Vielleicht brauchen wir ein Jetpack oder so. Na, der Helm ist cool, aber ich nehme mal dir im Vorteil, Leute, den Propellerhut mit. Ihr seht neue Outfits am Start, alles mit drum und dran. Aber ich nehme kurz einen Propellerhut. Ich finde, der Baum ist lustig. Der Baum ist witzig. Auf jeden Fall. So, Propellerhut am Start. Zack, du bist dran. So. Darf ich jetzt? Ja, danke. Nimm dir ein Jetpack oder eins von beiden mit. Propellerhut, wie du willst. Ich bin fertig. Perfekt. Komm, dann gehen wir also zusammengefasst. Neues Auto am Start.
neue Outfits, es gibt eine neue Insel und wir haben jetzt über ein nettes Zeichen, wir das Ganze besser differenzieren können. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt kurz zu einer Insel, oder? Wollen wir mal gucken gehen? Hast du Bock? Papi, da der ist diese Insel, die habe ich schon markiert. Hast du auch markiert? Okay. Na, ich würde sagen, wir nehmen uns ein, wollen uns ein Boot nehmen, oder? Komm, wir nehmen ein Boot. Komm, wir fahren zum Strand, würde ich sagen. Oh, Leute, haben anscheinend einiges hier zu entdecken in Warp Alive. Wir versuchen natürlich alles für euch Schritt für Schritt einmal zu erklären. Wir suchen jetzt schon mal ein Boot und dann würde ich sagen, gehen wir schon mal rüber. Oder fahren wir schon mal rüber? Ja. Wo ist denn ihr Boot? Wollt ihr beide so ein Jetski nehmen? Kommst du mit? Papi, ich glaube, die Insel wurde größer, glaube ich. So, komm. Bist du bereit? Ja, ich war hin. So, Leute, ab zur neuen Insel. Hier muss. So, die Fox ist da. So, wir fahren jetzt noch eine Insel. Mal gucken, was es da gibt. Komm, wir schauen mal nach. Ja, ich bin schneller als du. Ja, du bist, hast einen Kickstart gemacht, Alter. So, gucken wir mal. Wir sind fast da. Guck mal, hier vorne schon was Neues. Das ist neu. Ich pick up. Was gibt's hier Schönes? Okay. Gibt's hier denn Neues? Okay, guck mal hier. Hier kann man rauffahren, guck mal. Wo denn? Hier, hier. Wo mein Wobbly-Kopf ist. Komm, ich komme. Hier ist neu. Die ist neu. Komm, lass uns gucken, was hier abgeht. Mhm. So, ich habe einen Paragleiter, den können wir gleich nehmen, das ist top. Ja. Lass uns mal fliegen, oder? Lass mal hier oben hingehen, genau. Komm, wir fliegen mal hoch. Wir haben ja unseren tollen Propellerhut. Yep. Mal sehen, ob hier irgendwas ist. So, auf jeden Fall haben sie gesagt, Warp Alive wird irgendein neues Secret eingeführt. Haben sie erzählt, mal gucken, was genau dahinter steckt. Vielleicht müssen wir zu der zweiten Insel. Ja, ich glaube auch, hier ist nicht so viel, wa? Yep, lass uns mal jetzt den Gleiter nehmen. Okay, ich flieg aber, ja? Yep, weil er mich explodiere immer. Genau, Leute, also erste Insel habe ich jetzt auf dem ersten Blick nichts gefunden, auf dem ersten Blick. Wir schauen mal zur zweiten, sieht ein bisschen größer aus, da fliegen wir kurz mal hin. Yep. So, los. Ich nehme. Du bist dran? Ja, ich bin dran oben. Dann let's go. Luhu, ling. Ich versuche das Teil auch zu landen, dass wir nicht irgendwie abstürzen. Nee. So, wo sind wir denn? Boah, richtig cool. Guck mal, hier ist auch ein Flugzeug. Nice, nice. Pass auf, ja. Pass auf. Okay, bist du da? Ja, ich bin da. Bin da. Wo bist du? Ich bin hier oben. Okay. Komm, lass uns Leute gucken, was hier abgeht. Auf jeden Fall, neue Insel muss irgendwas sein. Das ist super, weil nicht umsonst macht Warp Alive ein neues Terrain. Mhm. So, Leute, mal gucken, was hier abgeht. Weil irgendwas muss hier sein anscheinend. Das ist eine riesengroße Insel. Wir gucken mal. Ich flieg mal ein bisschen rüber hier. Ja. So, wenn du was siehst, sag mal Bescheid. Hier muss irgendwas sein, hundertprozentig. Weil nicht umsonst ist hier so eine neue Insel am Start. Gibt's denn noch was Neues? Wo ist denn dieser Tempel? Was für ein Tempel? Oh, guck mal, da drüben ist ein Tunnel. Ja! Stimmt, das ist ein Tunnel. Lass uns mal das Flugzeug nehmen. Ja, gute Idee. Stimmt, da ist ein Tunnel. Gut gesehen. Leute, hier ist ein Tunnel. Hier, ah, guck mal, da ist die Bucht eingezeichnet. Nice. Guck mal. Und was so oben auf den Berg? Warst du da? Warte mal auf den kleinen Berg oben schon mal. Was ist da? Ich glaube, da ist was. Ist ja cool. Ja, cool, dass ein neues Update gekommen Mega. Ist. Mega. Oh, voll das neue Secret. Ja. So, lass mal gucken, ob hier irgendwas ist. Sieht nach nichts aus auf den ersten Blick. Okay, Leute, würde ich sagen, fahren wir schnell mal zur Bucht rein und gucken, was da abgeht. Oh, cool, ey. Und gesehen, dass ich diese Höhle gefunden habe. Steig mal ein. Ich kann einsteigen. So, komm, dann lass mal gucken. Lass mal langsam da durchschlittern. Mhm. Fühl mich wie Indiana Jones hier. Da war irgendwie so eine Blume im Wasser. Warte. Ja, da ist so eine. Jetzt die Pflanzen neu gemacht, ne? Aber ich kann es ganz schwer lenken hier. Wir explodieren jetzt. Nee. Oh. Wollen wir lieber hinfliegen? Schaffst du das? Kannst du aussteigen und Propellerhut anmachen? Ja, ich mach Propellerhut-Time. Genau. Alter, guck mal! So. Guck mal! Oh, cool! Das sieht ja geil aus. Oh, guck mal, da vorne steht jemand! Wo? Da!
Wow. Oh, cool, es geht hier ab. Wo ist denn, hier ist ein Schwert. Ja. Lol. Hier ist, oh, hä? Was ist hier der Geist? Hallo Geist, hallo. Guck mal, der hat das Ritteroutfit an. Guck mal. Ich glaube, wir müssen irgendein Schwert finden. Hier sind Schwerter auf dem Boden. Na, die kann man nicht nehmen. Warte mal. Nee. Ja. Nee, kann ich gar nicht nehmen. Stimmt, die sind so mit einem Schwert. Stimmt, die ist so ein, die sieht aus wie Excalibur so ein bisschen. Was ist hier? Ja. Ich glaube. Ja, stimmt, wir brauchen ein Schwert. Guck mal hier. Ja, ne? Sieht so aus. Ja. Okay. Leute, seht anscheinend hier ein neues Secret. Der Typ hat aus neuen Aufwand, weil die haben auch angekündigt, neues Aufwand einzufügen mit einem neuen Secret. Das wird das Secret sein. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir hier ein Schwert herbekommen. Ich habe gar keine Ahnung. Puh, da müssen wir mal gucken. Ist noch irgendwas neu? Guck mal kurz auf der Karte mit. Dann haben die doch bestimmt irgendwas Neues eingeführt hier in der Insel, wo es so vernebelt ist. Oder muss ja irgendwas noch sein? Weiß ich nicht. Okay, kein Problem. Also Leute, zusammengefasst, wir haben ein neues Secret, wir haben neue Outfits, neue Autos, Alter, wir können uns Essen kaufen, Mega-Update und neue Pets. Leute, also zusammengefasst, wir haben neue Autos, es gibt ein neues Secret hier in diesem kleinen Tempel, da müssen wir anscheinend irgendein komisches Schwert finden, wie es da auf diesen komischen Stein eingemeißelt war. Wir haben neue Pets, das heißt, das Spider-Pet braucht mit einem Burger irgendwas zu tun. Das heißt, wir setzen uns da auf jeden Fall ran und gucken mal, dass euch die Secrets komplett einmal zeigen, ganz klar. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich setze mich ran. Wir gucken auf jeden Fall, wo wir dieses Schwert irgendwie finden, dass wir da das, das auf den Stein rauflegen können anscheinend. Es gibt ein Spider-Burger-Spider-Secret. Gucken auf jeden Fall, wo wir das einmal finden. Und ja, wir fliegen kurz noch zur Insel, gucken mal nach, wie wir das Rätsel einmal lösen. Und sobald wir das gefunden haben, posten wir auf jeden Fall über Ostern jetzt schöne, frische Videos über Wobblies live. Und ich sage, bis zum nächsten Mal, Leute, ja? Bis zum nächsten Mal. Tschüss!